Hallo und willkommen zu einem etwas anderen Minigame, als ich es sonst immer spiele. Diesmal wirklich, wie ich schon letztes Mal angekündigt habe, nicht irgendwie in Minecraft, sondern ein externes. Dieses Spiel heißt You Have to Win the Game. Es ist, die Grafik ist in einer uralt 80er Jahre Grafik gehalten. Und zwar so, als ob man wirklich auf einem uralt Fernseher auch spielt, so einem Röhrenfernseher. Außen sollen die Ränder dargestellt werden von einem Fernseher und ja, versuchen wir es mal, das Ziel des Spiels zu erreichen. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Ich werde auf jeden Fall nur eine Folge machen. Egal, wie weit ich kommen werde. Und vielleicht stelle ich mich auch viel zu blöd an. Ich habe es nicht vorher getestet. Alles ist völlig blind. Ich habe mir nur gerade mal die Steuerung angeguckt. Ja, es scheint keinen Button irgendwie geben. Und ja, YOLO-Mode. Ich habe neun Leben. Nein, nein, wir spielen ganz normal. Mal schauen. Scheint auch nur springen und laufen zu geben. Pirate Hearts Presents. You have to win the game. Ja, wir müssen das Spiel gewinnen. So. Kommt man hier irgendwo hoch? Mein Forscherdrang wieder. Erstmal alles gucken, angucken. Da oben gibt es auf jeden Fall eine Schaukel oder sowas. Mal gucken. Touch. Hui, es hat gespeichert, glaube ich. Die. Respawn. Okay. Da oben gibt's Geld. Wie komme ich da hin? Okay. Ach, ich dachte, ich kann draufspringen, wie bei Super Mario. Schade. Versuch was wert. So, geh mal oben oder unten lang? Ich würde erstmal sagen, oben. War jetzt kein Unterschied. Get Gold. Okay. Hol ich mir mal. Ah, ich habe ein Achievement gekriegt. First of many. Wo sind wir jetzt hier? Hier kommen wir noch nicht weiter. Okay. Ich kriege keinen Schaden, wenn ich runterfalle. Okay. Na, das war ja gefährlich. Da gab's Stacheln. Ob das Wasser mir wehtut? Na, ich will es jetzt nicht ausprobieren. Hier haben wir geklingelt. Okay, ich probiere mal aus, ob's Wasser wehtut. Ja, tut weh. Okay. Habe ich eigentlich unendlich Leben? Pit of Spikes. Okay. Nein! Man kann nicht durch den Boden durchspringen. Ah, ich bin vor Schreck dann weitergelaufen. Ich war ja eigentlich richtig gelandet. Ich muss dran denken, ich kann nicht durchspringen durch die Dinger. So, was ist hier? Mist. Da geht's irgendwie lang. Aber wo es dahin geht, weiß ich noch nicht. Ich will das aber wissen. Forscherdrang und so. Ja. Eine Klingel mit Geld. Hier hoch ging's nicht. Vielleicht gibt's irgendwann mal was, dass ich höher springen kann oder so ein Mist. Da links sind auch noch Stacheln. Das heißt, hier werden die Stacheln weitergehen. Ah. Komm ich da rüber? Nee, da komme ich nicht so einfach rüber. Das ist zu schwer. Ach, deswegen gibt's da unten diese Plattform, weil wenn man darüber gekommen ist, muss man ja zurück und dann springt man ja ins bodenlose Loch sozusagen. Wenn's Banality. Oh, hier geht's hier lang. Bisschen Geld, ohne dass man entgegenstößt. What is the massive word? Magic word. Bitte? Please? Keine Ahnung. Schaffe ich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Ich bin doch doof. Naja, gut, bin ich wieder hier. Hülse! Wieder ein Checkpoint. Also hier sind jede Menge Checkpoints. Da braucht man sich keinen Kopf machen. Ob es hier Fallen gibt irgendwie, dass man hier nicht runterspringen. Was kommt hier oben? Das sieht nach Geld aus. Schön. Und hier? Der Boss oder sowas? The Grand Vault. Ah, da komme ich auch noch nicht weiter, weil hier sind irgendwie die Plattformen noch nicht da. Wie auch immer ich an die Plattform rankomme, das wäre noch eine Frage. So, gehen wir erstmal wieder runter. Erstmal hier lang. Hier gibt's auch nochmal Geld. Das heißt, ich muss Geld sammeln im Endeffekt. Das ist wohl mein Ziel. Ich habe hier gespeichert, okay. Ach, schaffe ich nicht. Gut. Gespeichert. Im Endeffekt, ohne dass ich es wollte. Gegner. Tut ja mir weh. Ja, ich hab's geschafft. Kommt die Plattform wieder, wenn ich. Ja, kommt wieder, gut.
Gut. Das ist mühgefährlich, würde ich fast behaupten. Mist. Sollte ich versuchen, da rechts rüber zu kommen? Nee. Ach, Katze. Ah, hier komme ich nicht wieder hoch. Ja, schnelle Reaktion. Wichtig. So, hier waren wir erst schon gewesen. Da gibt es keine Glocke. Ich brauche die Glocke hier unten erstmal. Weil wenn ich da oben sterbe jetzt an dem Gegner da, dann wird es ziemlich eklig. Was auch immer der da bewacht. Oh Gott, oh Gott. Ah, also wirklich die Ecke zählt schon. Jede Ecke von dem Schüssen. So, wie kann man dem am besten ausweichen? Nein, fast. Ich schaff das. Ja, das ist hier super Spiel. So waren die damals auch vom Schwierigkeitsgrad her aufgebaut. Dass man einfach mal nicht so einfach hier durchrennen konnte und machen konnte, sondern wenn man tot war, muss man es nochmal versuchen und es ist echt nicht leicht. Ja! Cool, ich hab's geschafft. Was auch immer ich jetzt freigeschalten habe. Was habe ich jetzt freigeschalten? Ah, jetzt sind diese... Ah, sehr gut. Geht's jetzt hier noch irgendwo weiter? Das ist noch nicht freigeschalten, Mist. Ich dachte, das wäre auch schon freigeschalten. Hier komme ich nicht mehr hoch. Mist. Gibt's hier jetzt noch irgendwas Neues? Hier nicht. Gibt's da links noch was Neues? Hallo! Sie ist mal so ängstlich. Hier gab's auch nichts Neues. Das heißt, ich muss jetzt nochmal an diesem Endgegner dort vorbei, oder was? Weil hier komme ich ja nicht weiter. Das ist müh doof. Ich dachte, er hat jetzt alle Plattformen freigeschalten da oben. Also wie es geht, haben wir ja gesehen. Einfach nicht blöd anstellen, dann klappt das schon. Gut. Ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Sieht schwerer aus, als es ist. So, nicht wieder da runter gehen. Wir sind hier, wir kamen nicht hoch bisher mehr wieder. Wo sind wir? Was ist denn jetzt hier? So, in der Mist. Wir kommen hier nicht lang. Oh. Nein. Also. Gut, geschafft. Da ging es noch nach oben. Ich will doch das Geld haben. Wir haben 16% allen Geldes. Also. Na, komme ich nicht hoch. Gut zu wissen. Ja, mein Geld. So, hier haben wir jetzt eine Mauer hingebaut, die wir nicht brauchen. Oder nicht gebrauchen können, sage ich mal. Das ist natürlich schlecht. Hier ist Geld, sehr gut. Da sind wir jetzt auf der Seite. Ein bisschen springen üben. Gut. Wenigstens haben wir das Geld gekriegt. Ach, Mist. Ach, sag mal. Wie kann man höher springen? Das heißt, da muss ich auch wieder was finden. Sowas wie diese Kugel da. Nee, da komme ich absolut nicht hoch. Ich hab's nochmal probiert. Hätte ich vielleicht nicht müssen, ne? So. Schlange ignorieren, hochspringen. Aus dem Loch, da kommen wir nicht mehr raus, wenn wir da einmal drin sind. Das heißt, wir springen erstmal hier rüber. Und gehen dann nach rechts weiter. Forever alone, oder wie? Das ist schwer. So, ich wollte jetzt erstmal hier runter. Vielleicht wäre oben erstmal besser gewesen. Ich wollte erstmal hier runter.
Oh, so kommt man. Mist. Mist. Ah, geschafft. Boah, war das knapp. Autsch. Auch nicht schlecht. Quite interesting. Wo geht's hier lang? Ah, hier ist das Geld. Mist. Hä, wer hier ist wieder hier? Hä? Mist. Also schwer ist es gar nicht mal so. Man darf nur nicht sich verunsichern lassen. Mist. Ich muss dann auch gleich mal schauen. Ich muss da rechts rüberspringen, ohne den Stachel zu berühren. Ja, Mist. Ach. So, gut. So, kann es sein, dass diese Welt jetzt immer wieder kommt? Haben wir erstmal das gespeichert? Oder ich war einfach wieder zurück? Auf gut Deutsch. Die haben eine ungleichmäßige Bewegung, das heißt, ich muss mich auch an die Fledermausbewegung gewöhnen. Ach, jetzt hätte ich es schaffen können. Also ich komme da nicht unten drunter durch. Also muss ich wirklich auf Fledermaus und bewegende Plattform schauen. Ach, ich dachte, ich kann jetzt noch vor der Fledermaus rüberspringen, aber ging nicht. So. Das war doof. Man kann so schon die Fledermaus erwischen, das ist nicht gut. Ach. Nein! Ich hab's geschafft! Und ich bin runter. Ich schaff das. Da war die Fledermaus dann im Weg. Man muss Geduld haben, man muss Geduld haben. Ja, geschafft. Boah, die Glocke. So, wir haben jetzt hier diese Dinger und ich schätze mal, ich muss in der Mitte springen. Immerhin haben wir Gold gekriegt. Nein. Also ich darf nicht in der Mitte runterfallen, wie es aussieht. So. Ach, das ist wieder wiederholen, dass ich immer, wenn ich runterfalle, wieder von oben reinkomme sozusagen ins Bild. So funktioniert das. Gut, wir sind in einem neuen Gebiet. Wir wissen immer noch nicht, wie wir höher springen können. Ist ja doof. Der Sprung ist nicht so schwer eigentlich. Darf nicht zu früh bewegen, das ist alles. So, weiter geht's. Komm ich hoch? Ja. Which path will I take? Ah. Hier war mal letztes Mal schon mal runtergefallen. Da bin ich nach links gegangen, ne? Jetzt gehe ich also nach rechts. Funktional Spellagi. Fungal Forest. Pilz Forest, aha. Seht ihr was, wenn ich hier drauf stehe? Nee. Hujo, Geld. Sehr schön. Und hier gibt's dann irgendwann mal wieder Plattformen, die ich freischalten kann. Remains of a Past Unknown. Ghosts. Ob ich hier runterspringe? Aha. Man könnte wieder hochkommen. Da unten ist Danger. Diesmal will ich mal in die Danger gehen. Ups. Okay, so geht das nicht. What's the magic symbol? Coole Frage. Also komme ich hier nicht weiter.
Gut, und auf den kann ich auch nicht rumspringen, also muss ich wieder nach oben. Muss ich erstmal hier oben weitergehen, anders geht's ja nicht. Kann ich hier oben rum? Nee. Oh, da komme ich rüber. Da komme ich ans Geld ran. Ich muss vom oberen springen. Nee, schaffe ich trotzdem nicht. Naja, ja. Komm ich hier runter? Ich will hier runter. Ja, wenn man auf Klo muss, kann man da rein machen. Ihr wisst schon. Wieso komme ich hier auch nicht hoch? Wo geht's denn jetzt weiter? Hier komme ich überall nicht weiter. Hier komme ich nicht nach oben, hier komme ich nicht unten weiter. Was kam hier? Hier kam ich nicht weiter. What's the magic symbol? What's the magic word? Diese Rätselfragen haben bestimmt irgendwas damit zu tun. Geh mal zurück zu dem Weg. Welchen Weg wirst du nehmen? Ja, genau. Hier waren wir am Anfang gewesen, ne? Vielleicht haben wir jetzt hier auch irgendeinen neuen Weg freigeschalten. Mal schauen. What is the magic word, ja. Hier ist Magic Word und beim anderen ist Magic Symbol. Autsch. Das ist mir letztes Mal, glaube ich, auch passiert hier. Schauen wir mal, ob es hier was Neues gibt. Ansonsten, wenn ich absolut nicht weiß, wie es weitergeht, werde ich die Folge einfach beenden und ja. Ich meine, man hat gesehen, oh, hier ist was. Man hat ja gesehen, wie das Minigame läuft. Aha, da kam ich jetzt also hin. Hier ging es nicht weiter, ist klar. Hier ging es auch nicht weiter. So, hier war ich aber überall schon. Gut, also ihr habt gesehen, wo ich bin, wie weit ich kam. Und ja, war mal ein etwas anderes Minigame. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal suchen wir wieder was Neues. Bis dahin, tschüss.